Lieben, heute möchte ich gerne ein Video machen zu dem Buch Schritte plus Neu. Das ist, wie ihr wisst, ein Buch zum Deutschlernen. Und das Buch gibt es in der Printversion und auch in der digitalen Version. Der Hyper Verlag, hier der Name hier unten, die haben sich das ganz schön ausgedacht. Die haben sich Helden oder Figuren genommen. Hier, das ist der Tim. Und es geht bis von A1 bis A22 geht es mit dem Tim und der Lara. Und später kommen hier, das ist die Dame hier, Ella und Sami. Ja, bei B11 und bei B12. Vorab, die Bücher, also von Schritte plus Neu und auch bei vielen anderen, haben zwei Teile. Ja? Also erstmal hier vorne das Kursbuch. Das wird immer mit KB abgekürzt. Und dann später weiter hinten ist dann das Arbeitsbuch. Ja. Da hinten. Ja. Die letzten 10, 20 Seiten, wenn man so will, sind dann später die... Der Lernwortschatz, zu jedem Kapitel gibt es hier ein Lern. Zu jedem Kapitel gibt es einen Lernwortschatz mit den entsprechenden Wörtern aus dem Kapitel, Platz für Notizen und hier Beispielsätze auf Deutsch. Danach gibt es eine Grammatiksammlung. Ja. Grammatiksammlung hier. Ja, so geht's wunderbar. Und ja, hier. Das hier sind die Lösungen zum Buch, zu Test im Arbeitsbuch. Und das zeige ich euch dann später, wo das steht. Natürlich, nicht zu vergessen, gibt es auch eine CD mit Audios. Sie haben natürlich auch eine App. Das ist diese hier. Hier sind die Audios und Videos. Ja, das ist sehr praktisch, aber das ist auch ein bisschen tricky. Also man muss da schon auch ein bisschen reinkommen, damit man mit der App arbeiten kann. Ja? Ansonsten wie immer ein Download auf der Webseite. Ich möchte heute ein bisschen zeigen, wie das mit den Seiten funktioniert in diesem Buch. Vorab, das ist hier A21 und hier geht es los mit, ja, mit dem Kapitel 1. Das ist ein bisschen verwirrend für Menschen, die neu darin sind. Hier in jedem Niveau geht es los mit einem ersten Kapitel. Ja? Also das ist ein neues Niveau, ein neuer Bereich, A-Bereich. Und dann geht es hier los mit 1. Hier ist A22, aber es geht los mit 8. Also davon nicht verwirren lassen, ja? Das ist, weil in dem anderen Buch vorher gibt es 7 Kapitel und das baut auf. Okay? Das ist noch ein Stück weiter oben. Genau, bei dem Kursbuch. Kursbuch als erstes. Es gibt immer eine Einstiegsseite. Hier sind immer Audios und Videos, ja, damit man ein bisschen in das Thema reinkommt. Danach geht es weiter zu A, ja, zu den Seiten A. Dann ist ja auch entweder A oder B. Und hier in A, in den Buchstaben A, B, C, werden normalerweise neue Grammatiken geübt. Also geübt, gelernt und geübt. Ja? Diese blauen Kästchen hier sind Grammatikthemen. Ja? Genau, D. D und E, Buchstabe D und E, sind alltägliche Dinge oder irgendwie Aktivitäten, praktische Übungen. Ja? Also, was für euch wichtig ist, in diesem vorderen Bereich im Kursbuch ist,
Hier. Das Blaue, ja. Und ich zeige euch, wo das auch nochmal dann kommt. Auf der Grammatikseite am Ende jedes Buches, jeden Kapitels. Ja. Das ist ganz gut gemacht. Hier ist die Grammatik, die man gelernt hat in dem Kapitel. Ja. Und hier drüben, ja, so, nein. Und hier drüben gibt es Redewendungen oder Sätze, die man lernt, die man jeden Tag benutzen kann. Hier unten sind Tests, also wie nennt sich das? Lernziele. Ob man Lernziele erreicht hat oder nicht. Ja. Ich zeige euch auch hier in dem Buch nochmal, wo das alles steht. Hier muss man das eingeben. Hier, in Seite 10 in dem digitalen Buch, aber. Das digitale Buch hat natürlich auch wie ein normales Buch, ein Printbuch, hier unten Seiten. Also hier haben wir Kursbuch, KB ist Kursbuch, 94, aber hier oben ist 10, ja. Das ist das erste Kapitel, das Arbeitsbuch. Was auch immer wieder passiert, sind so in Gelb, vor allem in A1 und in A1-2 haben sie im Kursbuch immer so gelbe Bereiche, Zettel, Kästchen. Und das kommt dann auch wieder nochmal in der Grammatikseite. Ansonsten, genau, dann weiter hinten, hier. Nach der Grammatikseite gibt es zwischendurch mal. Zwischendurch mal sind so Lieder, kurze Texte zum Lesen, Spiele, auch Gedichte manchmal, Filme, damit man ein bisschen auch andere Themen haben kann, ja? Das machen die Lehrkräfte manchmal am Ende oder manchmal dazwischen, wenn noch ein paar Minuten frei sind. Was hatte ich noch für euch? Das Arbeitsbuch. Hier in dem Buch, in dem digitalen Buch, ist es 95, aber natürlich. Das digitale Buch hat auch ganz normale Seiten wie ein Printbuch. Also AB ist für Arbeitsbuch. Hier kann ich das ein wenig größer machen. 96. Ja. Hier, das ist AB Arbeitsbuch 96. Ja. Und ich möchte euch auch gerne erklären, wie das hier funktioniert mit der Verbindung von Arbeitsbuch und Kursbuch. Weil das nicht wirklich alle verstehen oder wissen. Hier die erste Übung. Hier steht A1. Hier auch A1, hier A1, hier A2. Das heißt, diese Übungen, diese A1-Übungen sind für Kapitel 8, A1. Also, ich zeige es euch hier. Also, das hier und das hier und das hier ist für A Übung 1. Ja? Im Kursbuch Seite 96. So wird es verbunden. Also was ihr hier gelernt habt, übt ihr hier in diesen Übungen. A2 hier. A2. Da. Im Kursbuch Seite 96. Dann. Im Arbeitsbuch weiter gibt es immer am Ende von jedem Kapitel ein Test, wie beispielsweise hier in 104, Arbeitsbuch 104. Das ist ein Test zu diesem Kapitel im Arbeitsbuch und die Lösungen habt ihr dann hier hinten.
hier hinten. Also wirklich, wirklich hinten. Also zwei Seiten, zwei Blätter weiter hinten. Ja? Nach dem Test, ich gehe auch mal hier zu der Testseite. Nach dem Test gibt es eine Seite mit Fokus Alltag und Beruf. Bei Kapitel 8 ist es beispielsweise, was hatten wir da? Jetzt kann ich es nicht sehen. Alltag. Medien im Alltag. Ja? Und das sind nochmal Übungen zu dem Thema Medien im Alltag. Eine Seite. Eine weitere, Fokus Beruf. Ja, hier. Und das zeige ich euch auch hier. Also im digitalen Buch ist es Seite 104. Natürlich in dem Printbuch, Arbeitsbuch Seite 4. Ja. Und jetzt bin ich bei 105 im digitalen Buch. Aber bei dem Printbuch ist es 105, AB 105. Lernwortschatz. Der Lernwortschatz ist im digitalen Buch auf Seite 180. In der Printversion haben wir Lernwortschatz, also das ist die Abkürzung für Lernwortschatz, 129. Sorry, 29. Da ist hier die letzte Seite von Kapitel 13 oder 14, müsste es sein. Und dann geht es zum Lernwortschatz, ja? Nach dem Lernwortschatz, der letzte Teil kann man sagen, die ganze Grammatik in wenigen Seiten komprimiert. Ja? Also hier, Grammatikübersicht, ohne Schnickschnack, ohne Wenn und Aber, in, ich glaube, 5 Seiten sind das. Und das ist bei jedem Buch so, bis einschließlich B1.2. Ja? Genau. In 4 Seiten ist die ganze Grammatik von dem Buch. Ja? Der Rest des Buches ist zum Üben. Lernen. Ja. Ansonsten, genau, dann haben wir hier noch die CD hinten. Und das habe ich noch für euch. Im Prinzip war es das. Was wird dieses Buch, diese Reihe, wird anders ab hier. Hier kommt ein neuer Titel, ein neues System. Also für alle Niveaus hat der Hüber Verlag etwas erarbeitet in dieser Reihe. Schritte plus neu. Und danach bringen sie sicher in Alltag und Beruf. Ja. Genau, das war's von meiner Seite. Ich freue mich gerne, wenn ihr kommentiert und den Kanal abonniert. Und das nächste Video mache ich dann zu dem Buch hier. Sicher in Alltag und Beruf ab B21. Also lieben Dank für eure Zeit und schönen Tag noch. Tschüss.